Jeder trägt eine Flasche bei sich und nippt ständig daran, weil die Vermarktungsmaschinerie ihnen das eingetrichtert hat. Übermäßiger Wasserkonsum, besonders wenn er in kleinen Schlucken erfolgt, führt zu einer Schwellung des Gehirns. Gleichzeitig, wenn du Wasser brauchst und du nicht trinkst, wird es Schäden im System verursachen. Es geht nicht nur darum, flüssiges Wasser zu trinken. Du musst Lebensmittel mit hohem Wassergehalt essen. Es wird empfohlen, dass wir täglich 3 bis 4 Liter Wasser trinken. Soll ich mich zwingen, Wasser zu trinken, auch wenn ich keinen Durst verspüre? Wie viel Wasser soll ich tatsächlich trinken? Wenn du keinen Durst verspürst, wenn du kein Wasser trinkst, wird nichts passieren. Es wird dir gut gehen. Nur in Amerika, im kalten Klima, trägt jeder eine Flasche bei sich und nippt ständig daran, weil die Vermarktungsmaschinerie ihnen das eingetrichtert hat, dass sie viel Wasser trinken müssen. Übermäßiger Konsum von Wasser, besonders wenn er in kleinen Schlucken erfolgt, wird vom Körper absorbiert. Wenn er es absorbiert, sinkt der Natriumspiegel, der sehr fein ausbalanciert ist. Der Rest des Körpers ist auch betroffen, aber vielleicht nicht so erkennbar. Aber im Gehirn führt ein Absinken des Natriumspiegels zu einer Schwellung des Gehirns. Das bedeutet nicht, dass dein Gehirn wächst. Es bedeutet, Anschwellen bedeutet, es ist eine Art Krankheit, okay? Keine Ausdehnung des Gehirns, es schwillt an, aufgrund von Natriummangel. Weil es also nicht genug Natrium gibt, geht mehr Wasser in das Gehirn und versucht, das benötigte Natrium zu liefern, um das Gleichgewicht beizubehalten. Mehr Wasser in deinem Gehirn bedeutet also, du wirst herumschwappen. Psychologische Unausgeglichenheiten werden aufkommen. Wenn du schaffst, es zu absorbieren. Schau, wenn du viel Wasser auf einmal trinkst, wird der Körper entscheiden, wie viel er absorbiert und wie viel er ausscheidet. Aber wenn du den ganzen Tag über nippst, wird der Körper in gewisser Weise getäuscht und neigt dazu, mehr Wasser zu absorbieren, als er sollte. Aber nehmen wir an, du trinkst jetzt 2 Liter Wasser, dann wird nicht alles davon in das System gelangen. Was gebraucht wird, wird er nehmen, der Rest wird ausgeschieden. Es ist also durchaus möglich, kein Wasser zu konsumieren und da draußen zu sein. Niemand braucht Wasser zu trinken, einfach weil man es für eine gute Sache hält. Wenn du Durst verspürst, musst du Wasser trinken. Nur um sicherzustellen, dass du genug trinkst, trinke 10% mehr, als du eigentlich brauchst. Ein paar Gläser mehr, nur um sicherzustellen, dass du nicht zu wenig trinkst. If you're not the kind who is carrying a Wenn du nicht der Typ bist, der jede Minute des Tages eine Wasserflasche mit sich herumträgt, dann ist es gut, ein wenig mehr Wasser zu trinken, damit du, wenn das Bedürfnis entsteht, eine gewisse Zeit hast, bevor du trinken kannst, damit es kein Notfall ist. Gleichzeitig, wenn du Wasser brauchst, wenn du durstig bist, falls du nicht trinkst, wird es Schäden im System verursachen. Ich würde sagen, das mag sehr umstritten sein. Die Ärzteschaft wird sicher dagegen protestieren, aber sie werden nach vielleicht 20 oder 30 Jahren darauf kommen. Ich würde sagen, wenn jeder gutes Wasser in ausreichender Menge konsumiert, würden 50% der Herzinfarkte auf der Welt zurückgehen. Der Schaden für das Herz ist enorm, wenn das benötigte Wasser nicht im System vorhanden ist. Aber wenn ich Wasser sage, geht es nicht nur darum, flüssiges Wasser zu trinken. Du musst Lebensmittel mit hohem Wassergehalt essen. Wenn du eine Frucht isst, besteht sie zu fast 90% aus Wasser. Gemüse und andere Dinge haben mehr als 70% Wasser. Mindestens 70% Wassergehalt muss in der Nahrung sein, die du isst. Wenn du also Nahrung mit sehr geringem Wassergehalt isst und es stecken bleibt in deinem, sich wie Beton in deinem Magen festsetzt, dann trinkst du Wasser, 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 das wird nicht helfen. Du musst Lebensmittel mit hohem Wassergehalt essen. Wenn du Nahrung zu dir nimmst, muss es mindestens dem prozentualen Wassergehalt deines eigenen Körpers entsprechen.
Jedes Lebensmittel, das du isst, sollte also mindestens 70% Wassergehalt haben. Das ist der Grund, warum Gemüse, Obst Teil deiner Ernährung sein müssen, damit es vorhanden ist. In bestimmten Situationen kein Wasser zu trinken, ist in Ordnung. Aber wenn es Anzeichen von Durst gibt, musst du Wasser trinken. Es ist sehr notwendig, dass du Wasser trinkst, wenn es ein Anzeichen von Durst gibt, weil der Körper seinen eigenen Ablauf hat. Wenn er anzeigt, dass du Wasser brauchst, musst du ihm innerhalb von 20 Minuten oder höchstens einer halben Stunde Wasser geben. Du musst eine beträchtliche Menge an Wasser trinken. Wenn du genug Wasser trinkst, dann wird der Körper entscheiden, wie viel er aufnimmt und wie viel er abweist.